GPS und Halsband. Ein heiß diskutiertes Thema unter Katzenfreunden ist das Halsband. Meine persönliche Meinung dazu: Eine Wohnungskatze braucht niemals ein Halsband und schon gar nicht eins, bei dem den ganzen Tag ein helles Glöckchen klingelt und die Katze zur Verzweiflung treiben kann. Bei Freigängern sieht das in seltenen Fällen etwas anders aus. Auch hier ist meine persönliche Meinung, dass ein Freigänger wegen der Strangulierungsgefahr kein Halsband benötigt. Weder klingelnd noch unklingelnd. Lass dein Tier chippen und oder im Ohr tätowieren. Registriere es bei Tasso und dann lass den Tiger frei. Es gibt allerdings auch noch solche Miezen wie Erwin. Freigängerkater Erwin ist das Paradebeispiel für Unbedarftheit und Neugier. So etwas habe selbst ich in meiner jahrelangen Tätigkeit als Catsitterin im Saarland noch nicht erlebt. Einmal draußen macht er nicht nur das ganze Dorf unsicher, er spaziert auch total unvorsichtig über die Straßen, setzt sich mitten auf diese und ist so in seinem Element, dass er nicht ansprechbar ist, ob der vielen Eindrücke, die ihn locken. Er sitzt unter Autos und auf Dächern, schnuppert alles ab und geht auch mal mit in Häuser, wenn Türen offen stehen. Er ist auf den Feldern anzutreffen, aber auch in Wohngebieten. Er mag auch mal in Autos einsteigen und sorgt so für Trubel im Örtchen. Dabei geht er ziemlich weite Strecken. Erwin ist natürlich kastriert. Was Erwin jedoch nicht bedenkt, ist, dass seine Familie zu Hause 1000 Tode stirbt, weil er dann halt auch mal über Nacht wegbleibt. Manchmal darf ihn seine Familie dann auch mal retten oder irgendwo abholen. Oft sind seine langen Streifzüge von Suchaktionen der Familie begleitet. Die Ungewissheit, wo Erwin gerade ist und was er treibt, ob er in Gefahr ist oder sich einfach verlaufen hat, nagt. Verständlich bei dem Kaliber. Und genau für solche Fälle gibt es Ausnahmen. Gesetzt den Fall, dass die Katze die Ausnahmeregelung duldet. Erwin im Übrigen nicht, aber vielleicht hast du ja mehr Glück. Für Fälle wie Erwin ist es auf jeden Fall ratsam, deine Nachbarn über deinen Umtreiber zu informieren. Notfalls mit Handzetteln, mit Bild der Katze und deiner Telefonnummer drauf in den Briefkasten werfen. Katzen wie Erwin sorgen auf jeden Fall für Connections zwischen den Menschen. Alles hat ja auch sein Gutes. Eine weitere Möglichkeit ist: Oh weh, das böse, böse Halsband. Wie gesagt, ich rede hier von Hardcore-Ausnahmefällen. Bitte achte auf ein Halsband, das sich sehr schnell öffnen lässt, sobald Katze irgendwo hängen bleibt. Dies ist wichtig, damit sie sich nicht erwürgt. Vielleicht geht auch ein selbstgebasteltes Papierhalsband. Sei einfach ein bisschen kreativ. Verwende jedoch niemals einen Haushaltsgummi. An diesem Halsband kannst du einen Anhänger anbringen. Dort drin befindet sich wiederum die Botschaft: Katze heißt sowieso, hat ein Zuhause, bitte nicht ins Tierheim bringen oder adoptieren, sondern bitte unter Nummer sowieso anrufen. Vielleicht will Erwin ja nur für neue Freundschaften zwischen den Menschen sorgen. Für die Ultra-Hardcaller unter den Miezen könntest du ein GPS-Gerät an dem leicht zu öffnenden Halsband befestigen. Wenn deine Mieze das verliert, weißt du wenigstens, wo du das GPS-Gerät wiederfindest. Spaß! Also so halb. Zumindest war deine Mieze dann mal an diesem Punkt, wo du das Gerät findest. Ich wünsche dir eine Katze, die zuverlässig nach Hause kommt und die dir während ihres exzessiven Freigangs nicht den letzten Nerv raubt. Übe dich auch in etwas Gelassenheit. Katzen kommen ja immer auch mit einer Aufgabe zu uns. Aber das soll ein anderes Thema sein. Alles Liebe, deine Tanja Hansen.